Und ran mit dir, Hasel. Ja, Hasel lohnt sich immer. Also raus mit den Ruten, zack, schön hier auf kleinen Bolognese-Ruten und versuchen, Hasel zu fangen. Also, jetzt wird es schon langsam Zeit. Es wird auch langsam dunkel oder Richtung Abend. Und das heißt, Hasel hört dann irgendwann auf zu beißen. Und dementsprechend müssen wir natürlich jetzt noch die Chance nutzen und alle Hasel mitnehmen, die es gerade so gibt. Ich habe gerade ein bisschen rumgesucht und verschiedene Stellen abgeklappert. Und ja, dieser klassische Spot hier hinterm Café, der klappt immer wieder. Gerade an der Brücke habe ich es auch noch ein bisschen probiert. Da waren auch die ein oder anderen Haseln dabei. Aber jetzt hier an der Stelle sind es doch noch ein paar mehr. Jetzt muss man sich bloß ein bisschen darauf konzentrieren, dass man eben auch den Anschlag richtig setzt. Also im Idealfall macht man das vielleicht auch nur mit der Stippe. Und gerade im Anfängerbereich ist das natürlich sensationell leicht auch dann zu erlernen, wenn man mit der kurzen Stippe unterwegs ist, die man automatisch schon im Inventar hat und sich dann eben hier hinstellt und versucht, die Haseln zu fangen. Denn ja, Hasel lohnt sich silbermäßig und XP-mäßig. Also das lohnt. Auch die Laube geht natürlich immer wieder mit rein und auch die nehmen wir gerne mit. Die bringen ein Vielfaches an XP zum Beispiel und auch an Silber, wenn man das vergleicht mit Giebel und Karauschen. Also die sind deutlich effektiver, wenn man jetzt hier, wie gesagt, Haseln und Lauben angelt, als Giebel und Karauschen zum Beispiel am Moskitosee. Von daher ab zum Windenbach und rausziehen. Ja, wie gerade schon gesagt, wir sind hier spotmäßig Inner City direkt hinterm Café, hier ist das Café und wir stehen hier quasi am letzten Anleger oder am ersten Anleger. Das Gewässer fängt ja hier vorne quasi erst an. Also der erste Anleger und dann raus damit. Und womit sind wir hier? Ja, ich bin kein Riesenfan von der Stippe. So ab und zu mal so ein bisschen, aber ansonsten habe ich es ja doch lieber, wenn ich eine Rolle in der Hand habe, also eine Route mit Rolle. Und dementsprechend verwende ich jetzt hier gerade Bolognese-Routen. Also die nächste Stufe, wenn man, schon wieder zu spät, ja, wenn man Posenangeln ein bisschen betreibt, dann kommt man irgendwann in den Bereich, dass man dann auch die Bolognese-Route freispielt. Und da verwende ich jetzt hier gerade die billigste Bolognese-Route, die es im Game gibt. Super billig, super, ja, wenig Tragfähigkeit, aber für diese kleinen Fische reicht es absolut. Und wir haben einfach den Vorteil, dass wir eben hier jetzt dann schon unsere ganz, ganz billigen Rollen drauf machen können. Wir gucken uns das Setup natürlich gleich an. Wir können auch das im Shop am besten gleich mal angucken, wie billig dieses Setup ist. Also das kann man wirklich ganz gut machen. Ansonsten, wenn du dich fragst, was soll man eigentlich kaufen? Das habe ich mich auch gefragt und direkt 3 Videos dazu gemacht. Was kaufen unter Level 20? Was kaufen ab Level 20? Da gibt es nämlich eine ganz wichtige Grenze. Und dann, was kaufen im Endgame? Alles noch aktuelle Videos. Auf jeden Fall mal reingucken, wenn du dir Fragen stellst. Ja, was kaufen? Oh, komm mal ran hier. Und wieder nicht gehakt. Ja, das ist es. Posenangeln und gleichzeitig quatschen und ein Video aufnehmen. Schwierig, schwierig, schwierig. Da muss man halt immer genau den richtigen Moment abpassen, damit das auch alles klappt. So, so, so sieht's gerade aus. Also wie gesagt, schon ein bisschen rumprobiert jetzt hier. Und die großen Haseln, die wollen wir eben haben hier. Im Idealfall 200 Gramm plus oder noch mehr. Also die richtig dicken Brocken, die lohnen sich. Und da gucken wir natürlich auch gleich noch rein, was die denn auch so silbermäßig bringen. Oder ob vielleicht zufällig gerade ein Kaffeeauftrag ist. Aber vorher, nee, ich ziehe jetzt hier noch ein bisschen durch, denn gleich ist ungefähr 22, 23 Uhr und dann hört es komplett auf. Dann ist es vorbei mit dem Haselangeln. Dann gehen wir im Idealfall auf Grund und nutzen dann die Zeit und angeln auf Grund. Wenn du dann noch keine Grundrouten hast, weil du vielleicht ein Fan bist vom Posenangeln und denkst dir, nö, Grundrouten will ich gar nicht, dann nimmst du einfach hier diese Ruten, die Bolognese-Ruten oder deine Stippe, nimmst dann einen Regenwurm und legst die dann schön weit auf Grund.
Und zwar einfach hier plus minus einfach richtig schön weit runterlassen. Machen wir mal hier, zack, machen wir mal 1,80 Meter zum Beispiel. So. Und dann sieht man gleich, bevor die Pose aufsteht. So. Und jetzt hakt das schon so langsam. Und jetzt sieht man schon, jetzt haben wir das Treibangeln zum einen, aber es ruckelt die ganze Zeit so ein bisschen. Das heißt, der Köder schleift jetzt die ganze Zeit über den Grund. Kann man also hervorragend auch machen, wenn man eben ja nachts dann zum Beispiel vielleicht auf dem Don Kaulbarsch aus ist, mit Pose. Oh, da hinten ist was drauf. Auch nicht gehakt, ja, ist es denn. Also, das ist durchaus eben eine Option, dass man eben sehr, sehr, sehr viel Schnur lässt und dann eben die Schnur oder die Pose treiben lässt. Und der Köder treibt eben so ganz langsam über den Grund. Jetzt gucken wir uns aber mal eben gleich das Setup an, denn ich glaube, die Bisszeit, die ist tatsächlich schon vorbei. Also, wir stellen unser Setup für Hasel auf eine Tiefe ein von, sagen wir mal, 35 cm bis ungefähr 60 cm. Also, das ist so eine ideale Tiefe immer wieder für den Hasel. Und tiefer oder flacher, wenn man flacher geht, sind häufig immer mehr Lauben dran, immer so im Bereich von 18 cm, also das Flachste, was man machen kann. Zip, da haben wir meist die Lauben. Und wenn wir eben weiter runter gehen, 35 plus, da sind dann eher die Haseln unterwegs. So, das gesamte Setup sieht wie folgt aus. Wir haben hier, wie gerade schon gesagt, die billigste Bollo-Route. Also die Sensiv Bolognese 2 SB13. Ein ganz, ganz einfaches Ding mit einer Tragfähigkeit von nur 3,8 Kilo. Reicht aber komplett. Wir machen hier eine 3,2 Kilo Bremse drauf. Die ganz billige 3000er Spark als Rolle. Kostet, glaube ich, 10 Silber. Und darauf, ja, jetzt wird es spannend. Darauf können wir variieren, welche Schnur wir nehmen. Wir brauchen gar keine Vorfächer. Theoretisch nehmen wir einfach, also ich sag mal, eine Idealschnur wäre diese hier. Das ist hier die Invisible Snake Invisible Monoschnur. Hat einen riesen Vorteil. Monoschnur hat eine schöne Dehnung. Das heißt, wenn da ein kampfstarker Fisch ist, der kann sich dann nochmal richtig dran abarbeiten. An dieser Monoschnur zusätzlich zu dem Blank und zu der Bremse. Das heißt, wir haben ganz viele Vorteile, wenn wir halt zwischendurch was ganz Dickes drauf haben. Ein nächster Vorteil ist, die ist in diese Invisible-Schnur, die hat auch noch, ja, hier höchste, nicht höchste, sondern hochtransparent. Und das eben gerade hier für misstrauische Fische und so weiter. Also das lohnt sich, einfach eine richtig schön transparente Schnur. Also das Ding kann man super verwenden für die Stippe, aber eben auch für die Bolognese-Route. Und wenn man jetzt speziell auf Hasel geht, Hasel ist da manchmal auch ein bisschen tricky. Manchmal will Hasel einfach auch nicht auf so relativ dicke Schnur, die ist 0,16 mm jetzt dick. Dann kann man es nochmal probieren mit Microbraid. Microbraid, das hier ist die dünnste Schnur im Game, 0,04 mm dick und trägt aber trotz allem 2,8 Kilo. Das heißt, mit dieser super dünnen Schnur haben wir eine richtig gute Chance. Also auch da ohne Vorfach dann, wir bleiben also nur mit Microbraid, haben wir eine richtig gute Chance eben Hasel auch zu fangen. Und zwar gerne mal auch als Trophy, habe ich auch schon mehrfach damit geschafft, weil das einfach so eine super zarte Schnur ist. Also mehrfach den Effekt gehabt, eine Monoschnur war zu dick, hat nicht die gewünschte Größen, die gewünschten Größen gebracht. Microbraid drauf, zack, und auf einmal gehen die dickeren Hasel drauf. Ja, Posen nach Wahl. Man muss da nicht das Billigste nehmen, aber irgendwas, was halt reicht. An für sich aber jetzt, wie gesagt, wir sind ja fein und klein unterwegs. Es reichen tatsächlich die einfachen Posen. Also da muss man nichts Besonderes drauf machen für die kleinen Fische. Hakengröße 18er bis 16er Haken. Da einfach ein bisschen variieren, ein bisschen spielen. Wenn du merkst, okay, 18er, die Frequenz, ich würde zum Testen anfangs hier an diesem Spot dann erstmal mit dem 18er reingehen. Wenn du denkst, okay, jetzt kommen hier so viele unter 100 Gramm, ich hätte gerne mehr mit über 100 Gramm, zack, 16er Haken drauf und gib ihm. Gerade wenn man später Doppelköder kann
dann lohnt es sich. Also man kann dann später hier diese Kombination machen. Caster und Zuckmückenlarve oder Caster und Fliege oder Caster und Made. Und das sind alles Köderkombinationen, die halt so super funktionieren. Und solange man das halt noch nicht kann, bleibt man auf dem Main-Köder, den wichtigsten Köder, Caster. Also das klappt richtig gut. Wenn man gerade keinen Caster zur Hand hat, einfach hier dann die Made oder Zuckmückenlarve verwenden, klappt auch. Aber an für sich sind die Caster ja nicht wirklich teuer. Also wenn man sich da zwei, drei Haseln verkauft hat oder rausgezogen hat, dann kann man sich auch ratzfatz den Caster kaufen. Oder man kauft sich einfach hier so ein Setup und da sind einfach ganz viele verschiedene Köder mit drin, die man eh alle wieder verwenden wird. Und umgerechnet ist das auch noch eine günstigere Variante. Aber wie gesagt, ansonsten so ein paar einfache Caster hier, vier Silber noch was sind, ein, zwei Haseln und gut ist. Also, gucken wir noch mal eben kurz rein. Wir verkaufen mal eben die Haseln nach Preis sortieren. Also, eine 1 oder 169 Gramm Hasel bringt schon 9 Silber noch was. Das heißt, damit können wir schon 2 Pakete Caster kaufen. Das heißt, damit halten wir 60 neue Caster und damit kriegen wir dann 60 neue 60 neue Hasel rausgezogen und dann haben wir damit hunderte von, naja, und so weiter und so weiter. Also in der kurzen Zeit jetzt hier mit viel Testerei, 80 Silber ist okay, da geht aber auf jeden Fall mehr, wenn man jetzt weiß, und jetzt weißt du ja wo man sich hinstellt, wie man sich hinstellt, wie man das Set aufbaut und ja, was man dann für Köder verwendet und für Haken und dann lübt das auch. Lauben, wie gesagt, hier Kaffeeaufträge immer mitnehmen, das ist natürlich das A und O. Hasel ist es gerade nicht drin, von daher verkaufen wir das jetzt einfach so. Zack, zack, bisschen Cash gemacht, wieder ein paar Infos dazugelernt. Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri.